Tommy macht Buletten. Ja, genau, wunderschöne Buletten. Ich freue mich sehr. Meine Kinder hassen das. Warum auch immer. Wir brauchen Zwiebeln. Das Holz, den Lauch brauchen wir natürlich nicht hier. Müssen wir rausschneiden. So, Zwiebeln. Bin gleich soweit. Ich muss nur noch mal kurz die Zwiebeln klar machen hier. Jetzt brauchen wir eine Pfanne. Eine Pfanne haben wir hier. Speck muss da rein. Mit Speck. Der wird gebraten. Angebraten. So, dann brauchen wir die Schüssel. Mit Hackfleisch gemischt. Zwei Eier. Salz. Und Pfeffer. Ah, liebe Pfeffer. Der Speck ist angebraten. Jetzt kommen die Zwiebeln noch mit dazu. Mit Zwiebeln. Ein Schuss Wasser rein. Jetzt machen wir den Speck mit den Zwiebeln hier mit rein. So sieht das dann aus. Jetzt wird vermengt. Und Semmelbrösel. Ja! Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die machen sollt, so. Einfach aneinander reiben, das klappt immer. Tja, und wenn es dann zusammengenommen eine Schrippe ist, die wir weggerieben haben, guck, das waren mal zwei Schrippen. Da habe ich jetzt eine draus gemacht. Aber was machst du? Wie machst du das? Einfach aneinander reiben. Zwei Schrippen aneinander reiben, wenn sie schön trocken sind. So sieht das aus. Das wird jetzt nochmal vermengt. Okay, reicht, gib mal Lumen. Genau. Ich würde mal sagen, das ist fertig und jetzt braten wir Buletten. Pfanne an und los. Ein bisschen Öl rein. Tack, 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 tack. Und? Na, ich nehme diese. Gut. Gut. So, die sind jetzt fertig. Das sind die letzten Buletten. Jetzt machen wir nur noch eine kleine Soße oder aus dem Rest, der hier in der Pfanne ist. Da tut ihr hier. Ja. So. Ich würde sagen, fertig sind die Buletten. Oh, ist das heiß. Oh, lecker, lecker. Jetzt werden sie gegessen. Zwischendurch wurden sie schon gegessen, jetzt werden sie weiter gegessen. Das war's für den heutigen Kochkurs. Ja. Also ich kann ja immer nur so einfache Sachen machen. Buletten sind ja nicht sonderlich schwer zu machen. Aber lecker.
Das ist eben gut und das mache ich gerne und das zeige ich auch gerne. Ja. Ja. Und damit beenden wir und sehen uns morgen wieder. Sag tschüss. Tschüss.